Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von der Link Adventure Map Waterschrein. Und wir haben das letzte Mal nach kleinen, blöden, dummen Fehlern. Oh Gott, ich dachte schon, ich werde wieder angegriffen. Unsere Bomben bekommen. Und wir können nicht zurück. Und meine Vermutung war ja, dass solche brüchigen Wände halt einfach ein Zeichen dafür sind. Ja. Okay. Lag ich richtig? Das ist schön. Und wir kommen wieder. Oh, super. So, hier war ja sonst nichts. Oh nein, meine Fackeln. Oh Gott, meine Fackeln. Die muss ich mir wiederholen. Es geht nicht anders. Ich muss die mir einfach holen. La la la, Fackel da, Fackel hier. Und da noch. So. Ich krieg wahrscheinlich mehr als genügend Fackeln, beziehungsweise dadurch, dass es ja ein bisschen heller gestellt worden ist, meinerseits, ist es gar nicht mehr so schlimm. Aber, nun ja. So, brüchige Wände, brüchige Wände. Kann man das auch hierfür verwenden? Ich weiß es nicht. Ich habe halt nur vier. Also. Oh! Der Weg war vorher nicht frei. Das wüsste ich. Und hier ist eine brüchige Wand. Ha, sieht ja sehr vertrauenserweckend aus. Oh. Hier sind noch weitere. Muss ich mich erstmal umsehen. In den Kisten habe ich ja schon nachgeguckt, genau. Nicht, dass ich die jetzt hier alle verballer. Weil ich habe ja nur noch drei und da sind drei brüchige Wände. Obwohl ich eigentlich hier oben irgendwas machen müsste. Boah, der Schalter sah eben so aus wie so ein Totenschädel von hier aus. Oder ist hier oben gar nichts mehr sonst? Da ist nichts. Doch, da geht's jetzt auch lang. Nee, von da kam ich doch. Ja, von hier kam ich. Okay, gut. Okay. Dann geht das nur dort unten weiter. Wehe, hinter der nächsten brüchigen Wand ist wieder eine brüchige Wand. Ich renne mal ein bisschen. Also mir gefällt bis jetzt diese Adventure Map echt gut. Und ich finde, es ist eine schöne Alternative. Für jemanden wie mich. Lava. Seriously? Soll ich da drüber springen? Puh. Ich guck mal, was bei den anderen ist. Ich weiß vorher, ja, man hat ja nicht so viel. Ist hier nur eine Kiste? Oh, drei Bomben mehr. Ach, das ist schön. Das ist wunderschön. Dann kann ich ja auch noch eine dort verwenden. Ich glaube, ich gehe erstmal hier lang. Oh Gott, sieht das riesig aus. Das sieht echt riesig aus. Das ist eine Druckplatte, die keine Ahnung was bewirkt. Wow, das ist Eis. Aber ich brauche mir ein bisschen mehr Licht hier. Kann ich auf jeden Fall nicht weiter hoch. Hier ist noch eine Druckplatte. Oh, hier ist eine Kiste. Okay. Da ist auch eine Druckplatte.
Es ist auf jeden Fall wieder ein Rätsel. So viel ist schon mal klar. Und da ist auch eine Druckplatte. Also entweder muss ich die in einer bestimmten Reihenfolge machen. Da war noch eine. Oder ich muss da wieder was reinwerfen. Das kann natürlich auch sein. Oh nein. Hat das was gebracht? Nope. Von da oben ist auch noch. Ho, ho, ho. Das ist echt riesig hier. Okay, nee, ich habe gerade keine Ahnung. Ich habe auch gerade nicht nach brüchigen Wänden oder sowas geguckt. Nee, sieht mir gerade nicht so danach aus. Okay, es muss irgendwas mit den Schaltern sein, aber ich habe noch keine Ahnung was. Dann gucke ich. Nein, verkehrte Richtung. Da, die Richtung. Gucke ich hier nochmal. Ich habe so Angst, in die Lava zu landen. Uah, sagte sie und fällt rein. Nee, das geht hier noch nicht. Nee, das ist noch nicht. Also bleibt uns ja nur der Weg hier. Gott, der Rätselteil ist echt enorm. Was ich ja wiederum klasse finde. Aber muss ich mich auch einfach mal dran gewöhnen. Oh. Oh. Nein. Das habe ich nicht erwartet. Jetzt. Wuhu. Oh. Oh. Ich ahne irgendwie Schlimmes. Mal, ich esse mal ein bisschen. Sieht so nach einem großen Raum aus, nach vielen Gegnern. Uah, warum? Was? 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 Oh Gott, komm doch nicht so nah zu mir. Nein, geh weg. Wow, 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 warum machst du das? Lol, Skelette auf Slimern? Seriously, habe ich das gerade. Wie geil ist das denn? Ey, das ist echt cool. Echt cool gemacht. Oh mein Gott, du lebst ja noch. Wow. Wow. Das ist doch. Oh nein, ich bin gleich tot, ich bin gleich tot, ich bin gleich tot. Nein, lass das, lass das, lass das, lass das, lass das, lass das, lass das. Ah nein, ich gehe in die nächste Ecke, um mich dort rein zu retten. Oh nein, ich habe keine Pfeile mehr. Wow, wow. Was war denn jetzt? Wo bin ich denn? Was? Oh, ich werde genau hier wiederbelebt. Das ist aber schön. Das ist echt lieb. Ich bin da hinten reingefallen, ach so. Weil der Kampf noch nicht vorbei war, durfte ich noch nicht gehen. Ach komm, ich kann sogar hier dir Schaden zufügen, das ist aber nett. La 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 la, komm, ja. Irgendwann stirbst du schon. Irgendwann. Wenn ich jetzt den kleinen Minimi als erstes eigentlich erledigen müsste. Sieht voll lustig aus. Na komm, kleiner Minimi. Komm her. Lass dich liebevoll töten. Bist du schon? Nein, du bist noch nicht. Jetzt bist du. Aber so geil mit der Musik dabei, das ist echt klasse. Jetzt, komm. Ich hab dich besiegt. Was das? Was das? Oh Gott.
fühle mich so toll. Ich hab's geschafft. Was kriege ich jetzt? Was kriege ich jetzt für meine Bemühungen? Bitte. Schuhe. Yay. Da freut sich aber jede Frau. So, nein, nein, ich wollte doch lesen. Du bist nun im Besitz der Eisenstiefel. Trägst du sie, so kannst du auf den Grund eines Gewässers absinken. Am Boden herumlaufen und wieder auftauchen. Jedoch darfst du immer noch nicht schwimmen. Außerdem sind sie so schwer, dass sie vielleicht noch anders nützlich sein könnten. Möglicherweise aktivierst du einen schweren Druckmechanismus. Ah ja. Also ich darf jetzt offiziell quasi tauchen, ohne dabei zu tauchen. Klingt doof, ist aber so. Schwer wie Blei. Huch. Oh Gott. Mit dem bin ich echt langsam unterwegs. Okay, ich ziehe erstmal noch die an. Gut, gut, gut. So, dann kann ich die Sachen ja hier wieder alle einsammeln. Schön, dass die nicht weggehen, sondern bleiben. Das ist echt super. Oh Gott, dieser Kampf. Naja, ich denke mal, da brauche ich noch nicht hin. Würde mir nichts bringen. Wenn ich mal so überlege, wo sowas war. Einerseits war hier was drinne. Ich weiß nur nicht, ob es mir was bringt. Ich guck einfach mal. Mach mir mal kurz Licht hier hin. Oh, und was essen. Das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Warte mal, ich nehme noch eine Melone. Melonen füllen nicht so viel auf. Achso, jetzt habe ich die Eisenschiebel dort einfach hingesetzt. Oh nein, ich habe meine Schuhe dort reingeworfen. Also hier ist nichts. Hier ist wirklich gar nichts, okay. Zumindest habe ich jetzt gerade nichts gesehen. Hier ist, glaube ich, auch nichts. Ich sehe zumindest nichts. Wieder hoch, wieder hoch, wieder hoch, bevor ich ertrinke. Und hier? Oh, hier geht es weiter nach unten, aber irgendwie auch nicht so richtig, ne? Weiß ich nicht, kann ich nicht zuordnen. Ich sehe es halt nicht richtig. Nein, 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 jetzt kriege ich Schaden, jetzt kriege ich Schaden. Au, au, au. So. Und sonst? War hier nichts mehr, genau. Aber wo auf jeden Fall was war, war ganz am Anfang. Ich ziehe mal meine Schuhe wieder an. Ganz am Anfang war auf jeden Fall was. Ich glaube, dort in dem Raum, da war es eigentlich so, dass alles, dass man quasi stehen konnte im Wasser. Aber hier, wo wir herkamen. Hier ist ja immerhin, guck da, diese Sachen. Ich weiß nur nicht, was ist mir... Oh, ich bin ein bisschen geschwommen, es tut mir leid. Okay, okay. Warte. Also ich weiß nicht, ob die einfach nur Licht bringen sollen. Oder ob man mit dem was machen kann. Also ich sehe hier unten jedenfalls nichts. Also kein Hinweis, keine Kiste oder sonstiges. Und da vorne sieht es schon irgendwie ein bisschen anders aus. Ich glaube, hier muss ich jetzt auch hin, oder? Ich habe nichts gemacht. Der ist von alleine gelaufen. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Schön mein Schwertchen wieder ausrüsten. Und... Oh, ich brauche Licht hier. Das ist echt anstrengend auf Dauer für die Augen. Man sieht zwar an sich genug, aber trotzdem muss man sich noch ziemlich anstrengen. Beziehungsweise YouTube macht es ja dann auch noch mal ein bisschen runter.
Okay. Wow, au, Tür. Echt mal. Ich habe einen Hebel bekommen. Wozu brauche ich den Hebel? Ich weiß echt nicht, wofür ich den Hebel brauche. Guck mal, das kann ich was kaputt machen. Oh, da ist nochmal eine Kiste. Nee, doch nicht. Hä, habe ich die echt geöffnet, die Kiste? Schon wieder so eine Kiste. Also sowas Komisches. Ich weiß nicht, was das ist, was das bedeutet. Ich habe echt keine Ahnung. Passiert doch nichts. Hebel kann ich ja da. Nein. Da habe ich echt absolut keine Ahnung. Vor allem, dass da extra Dings ist und dann was dahinter und dann. Ja, irgendwie. Oh, und hier ist nochmal. Schon wieder sowas. Nee, die kann man ja nur auf gelben Blöcken machen. Kann ja noch gerne mal das nochmal lesen. Jetzt, wo ich weiß, goldene Blöcke zeigen dir, wo du solche Schlüssel brauchst. Sind die Schlüssel am richtigen Platz gesetzt, darfst du sie nicht wieder abbauen. Falsch platzierte Schlüssel dürfen selbstverständlich wieder abgebaut werden, ja. Ich weiß trotzdem, ich kann mit denen einfach nichts anfangen. Ich weiß nicht, ob man die sprengen kann oder nicht. Aber irgendwas muss ja hier sein, damit man hier weiterkommt. Deswegen, ich verstehe das nicht. Die sind ja auch schon geöffnet. Und hier ist ja nichts zum Sprengen. Ich das einfach mal testen? Ich glaube, das ist verkehrt gesetzt. Es passiert jedenfalls nichts. Nein. Was habe ich noch dabei? Ich habe noch die Schiefel dabei. Ach, sind das vielleicht Druckplatten? Kann das sein? Tatsache, das sind Druckplatten. An sowas muss man sich mal erinnern. Eine Kiste. Ein Trank der Heilung und zwei Paar Pfeile. Okay, dann kann ich ja wieder verschwinden. Ach, dann sind das. Ah, warte mal, dann sind. Nee, das sind nur Leuchtdinger, ne? Warte, hier muss ich aber ein bisschen rausschwimmen. Es geht sonst nicht anders. Ah, wo bin ich? Wo bin ich? Da. Ich bin hier. Das sind ja keine Druckplatten, ne? Aber wo habe ich denn nochmal sowas gesehen? Solche Druckplatten. Wo habe ich die gesehen? Ich weiß, ich habe die irgendwo gesehen. Wo? Ja, da auf der Seite. Ach, warte mal, du musst mal die anderen wieder anziehen. Wo habe ich die denn gesehen? War da hier? War das dort hinten? Oder woanders? Auf jeden Fall hier an den Seiten. Naja, ich werde einfach mal danach suchen, werde die Folge hier beenden und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin dann, tschüss, eure Time.